Olli, ich hab Biss. Ja, kennt er schon. Und wie ist der Name? Dusty? Dusty, ja. Dusty? Dusty interessiert das gar nicht. Ja. Was eine Klamotte von Hund. Dusty, ich hol dir gleich einen Zander. Moin. Ja, da wundert ihr euch, ne? Aber ich wollte euch mal wiedersehen, ne? Und lass das mal so machen heute, ne? Ein bisschen Entspannung. Ich habe ja, ihr wisst ja, ach, alles ist gut. Ich will einen Fisch fangen und will euch dann vielleicht mal, nee, ich werde euch mal erklären, wie man Dropshot mit dem Köderfisch ganz gut angeln kann. Aber hier, ihr seht ja, ne? Janne hat immer besseres Wetter, wenn er dreht. Der hat Wind, aber der hat keinen Regen dabei. Aber, ne, Janne? Und ich habe einfach Bock auf ein bisschen Angeln. Und die Methode zeige ich euch mal. Und ich werde dann auch noch mal mit Gummi angeln. Ich will einen Fisch fangen. Lass mal einfach einen Fisch fangen. Ne? Versuchen auf jeden Fall. Machen wir. Ja. So, Dusty, was ist denn da drüben los? Bist du der Fischfeinder? Bist du der Fischfeinder? Bist du dafür zuständig zu sagen, wo die sind? Ne? Ich muss ja mal ein paar Würfel machen, Olli. Ich muss mal einen Augenblick angeln. Und dann gucken wir mal. Also eigentlich regnet das nicht mehr. Gute Stelle, ne? Durch die Bäume und den Wind plätschert das hier aber weiter. Wir werden hier noch, vermute ich, Hammerströmung bekommen. Wir haben eine recht hohe Wasserlage, obwohl sich das ein bisschen entspannt hat. Wir sind letzte Woche hier. Ja, vorgestern noch. Und Sturm, Nordsee. Und wir kommen die Schleusen ja nicht so gut auf. Und dann wird versuchen die eine Siltide zu fahren. Das bedeutet, die Tideneider lässt man der laufen, da gibt es ja das Eidersperrwerk bei Ebbe, lässt man das ablaufen und dann wird die Schleuse dicht gefahren, wenn das Wasser wieder aufläuft. Das heißt, die Eider behält dann niedriges Wasser, also quasi Ebbe. Und dann kann die Träne und auch hier viele kleine Silzüge und so weiter, die haben so Fluttore, die drücken auf, weil der Druck hier höher ist. Und dann fängt es richtig an zu kacheln. Bin ich ja gespannt, ob die da heute Nacht Wasser rausbekommen haben. Aber das werden wir dann sehen. Da habe ich hier mal 8,5 Gramm Kopf drauf, Absinkphase. Oh, fast eine Nummer zu schnell, das werde ich gleich vielleicht noch mal ändern. Ich gehe noch mal auf 7 Gramm. Und bei der Gummiangelei sind die Absinkphasen halt schon wichtig. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Köder fällt überhaupt nicht, ihr dreht ihn über den Grund, jiggt an und er liegt schon wieder unten, dann war das alles falsch. Das heißt, der Köder muss fallen. Dabei gibt es die Bisse. Mann, ich bin heute eine Sammeltante, ne Olli. Hier, ja, weißt du, ja, ein Augenblick Pause hier und dann bin ich schon wieder am Rumsabbeln hier. Und im Winter, obwohl dieser Winter, der ist ja, ja, ich finde, der Verlauf ist ja auf jeden Fall hier bei uns in Norddeutschland sehr human. Wir haben hier ja viele Sturmtiefs, ne? Nadja und Natascha und wie sie alle heißen und Karin. Irgendwie sind das nur Mädels, die hier immer Wind machen. Aber kalte Jahreszeit, da kann man den Köder dann auch mal, nachdem der durchgefallen ist, mal ganz kurz liegen lassen. Oh, was ist das denn? Und der Gummi, wow, das will ich jetzt auch schon mal zeigen. Ich will mal raus. Obwohl, das war ganz komisch gerade. Mal kontrollieren hier. Neuer Gummi, das ist ja immer der Vorteil, wenn der Gummi neu ist, kann man sehen, ob da was los war, aber das sieht nicht danach aus, oder? Olli, was sagst du dazu? Ja? Guck mal her.
Das war doch ein Biss. Das kann ein Biss gewesen sein. Das war ein Biss. War ein Biss. Das wäre was gewesen. Guck mal, wenn ihr den stehen lasst. Nicht schlecht, ne? Der steht dann richtig so, naja, so zwischen den Steinen hier. Das ist natürlich ganz klasse. Aber der stellt sich auf den Kopf und da unten ist ja ein bisschen Bewegung im Wasser und da ist eine ganz minimale Bewegung dann im Gummi und das reicht dann schon mal, dass sie den ansaugen. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Haben wir, glaube ich, noch nie gezeigt, ne? Weiß nicht. Das ist ein Ding. Ich will den Gummi jetzt mal eine Nummer größer angeln. Ich habe so, ja, bei den ersten Würfen hatte ich einen, ja, Bissfesthalter hinten. Da war so ein Radfahrt drin. Und ich will mal sehen, ob ich mit einem größeren Köder, ich mag ja gern große Köder angeln, so einen Fisch vielleicht überzeugt bekomme. Ein großer Köder, oder, das ist ja noch kein großer Köder, aber ein größerer Köder. Das ist jetzt, ich glaube, das ist der 15er Paddler. Der fällt natürlich auch ein bisschen mehr auf. Na, ich kann den besser sehen, weil der ist größer. Und da möchte ich einen Stinger einhängen. Ich angle relativ wenig mit Stingern, aber wenn die Köder ein bisschen größer werden, macht das schon mal Sinn. Und den will ich mir jetzt schon mal bauen und ja, verschweißen in freier Natur. Jetzt habe ich hier so einen Drilling, ich zeige euch das mal. Den kann ich hier na, richtig rummachen. Der war jetzt gut. Da will ich den haben, den kann ich da einfach so einklicken. Habe jetzt den Vorteil, dass alle drei Haken auch frei sind. Man verliert ja sonst einen, wenn man den Drilling da reinsetzt. Fantastische Geschichte. So, den nehme ich auch erstmal wieder raus. Und mit dem Stahldraht, verschweißbar, ihr wisst ja, stehe ich drauf. Man, das kann man auch zu Hause machen. Ne? Da drehe ich jetzt eine Schlaufe rein. 5-6 Mal da rum. Richtig schön klein. Punkte ich das schon mal. Augenblick festhalten. Fertig ist die Laube. Hier, das zeigt Janne ja auch immer. Immer schön über die Tasche arbeiten. Dann weiß man auf jeden Fall, wo das Zeugs ist. So, jetzt habe ich den hinten schon mal fertig. Ich will den gleich in den Einhänger einhängen. Jetzt kann ich den schon mal da reinklicken. Oh, bisschen weiter nach hinten geht noch. So, jetzt halte ich hier vorne einmal fest, ziehe die Schlaufe da so hin, dass es so ungefähr passt, damit er in den Durlock rein kann. Schneid mir das Ende da schon mal ab. Mann, hoffentlich war ich da jetzt nicht zu sparsam. Dreh das hier wieder rum. Doch, geht. Geht noch so gerade. Das Öhr darf nicht so ganz groß sein. Dann verwickelt das. Und dann nagel ich das Ding hier wieder zusammen. Immer dicht am Finger mit Glutpunktfeuerzeug, das ist überhaupt nicht heiß, aber für euch machen wir ja alles. So, das ist gut. Und jetzt habe ich da so ein kleines Ende, das ja natürlich noch drüber steht. Das knipse ich nochmal weg. So, wenn man das so zu Hause schon mal vorbereitet, das geht so blitzschnell. Also schneller kann man keine Stinger bauen. Stahl, ich habe hier Hechtgefahr. Muss dann auch sein. Das nützt ja nichts, eine monophile Schnur zu nehmen für einen Stinger und dann beißt er einen Hecht. Einen Kopf einhängen, wa? Macht Sinn. So, Köder, Twickhaken. Das ist ja bei dem Köder ja auch fantastisch geregelt, aber man kann es ja immer alles nicht oft genug zeigen. Wenn ich das so ranhalte, da ist ein Loch, passt genau. Ich habe jetzt hier so einen 8,5 Gramm Kopf, 5,0er Haken. Der kommt da genau raus. Schön Platz, damit der auch passen kann. Das sehe ich dann öfter mal, dass die Haken
viel zu weit versenkt sind im Gummi. Die Fische, macht euch keine Gedanken, die wissen nicht, dass Angelhaken Angelhaken ist. Wenn das passiert, müssen wir aufhören. Dann ist vorbei. Jetzt mache ich hier mal meinen Anhänger auf. Da ist mir was abgehauen. Ja, also warm ist es ja nun auch nicht unbedingt. So, hänge ich da rein. Und jetzt werde ich den Haken noch ein kleines Stück nach hinten setzen. Die Luft habe ich noch. Und dann ist es hier perfekt. Leg den da mal hin. Ja, guck mal. Perfekt montiert. Und wenn der Zander den jetzt reinfaltet, immer noch schön weich, sitzt der. Und so werde ich das jetzt gleich mal angeln. Und ja, das will ich machen. Sieht gut aus, ne Olli? Ja. Soll nur einer beißen. Pimpst mich hier beim Wasserstand scouten, oder was? Ja. So, ich vermute ja, dass die Strömung anfängt zu laufen. Und die Anfangsphase der Strömung, die kann dann sehr gut sein, fischmäßig. Und ich habe jetzt hier schon mal aufgemacht. Das war der Wasserstand gestern Mittag. Und dann ist der voll runtergeknallt. Von 5,25 Meter auf 4,60 Meter ungefähr. Und kann sein, man kann sehen, dass er langsam wieder hochgeht. Also ganz viel Wasserdruck kommt von oben nicht mehr. Und ja, und jetzt warte ich darauf, dass es anfängt. Das kann nicht mehr lange dauern, glaube ich. Aber das wollte ich mir noch mal angucken. Kann schon mal hilfreich sein, wenn man dann weiß hier, es gibt ja viele Flüsse, da kann man die Pegelstände googeln und kann dann erkennen, wann die Bewegung reinkommt. Was passiert, Wasser geht hoch, Wasser geht runter. Kann man schon mal mit arbeiten. Ja, Petri, Olaf. Danke. Schöne Fische. Ja, sauber. Ja, und nächstes Mal ziehst du eine lange Unterhose. Das kann ich gar nicht mit ansehen. Ich in Warthose, du mit langen... Ich bin noch am Überlegen. Ich hab immer lange Unterhose angehabt. Und ja. Dachte ich, da bist du ja eh nicht so lange da. Und ja, ja genau. Da kriege ich Schüttelfrost, wenn ich das sehe, ey. So, ich habe hier mit dem Fisch schon geworfen. Ah, hält das noch? Ich glaube, das muss ich gleich noch mal ein bisschen verändern. Ich glaube, der hält nicht mehr. Gefällt mir jetzt nicht so klasse. Gut, pass auf, ich zeige dir mal die Montage, die ich mir gebaut habe. Geflechtschnur, hier habe ich ein Stück Fluorcarbon angebunden. Da habe ich einen Wirbel drauf gezogen. Da habe ich irgendwie 40 cm Schnur angebunden, Dropshot-Blei. Eine Perle, damit dieser Abstand hier reinkommt. Kann man das sehen, Olli? Ja, ne? Kann man sehen. So, und jetzt kann ich das langsam über den Grund kurbeln. Manchmal richtig effektiv. Und wenn der Fisch nimmt, kann er trotzdem die Schnur noch ein bisschen hier durchnehmen. Und ich kann dann leicht verzögern, weil der Haken halt vorne am Maul sitzt. Und wenn der Fisch nimmt, der versucht ihn ja reinzufalten, aber der wird bei der Größe einmal nachfassen. Und das ist ganz gut, wenn man dann einmal verzögern kann, bevor man anschlägt, dann hängen die Haken auch schön vorn. Das ist Dropshot mit Köderfisch, aber der wird mir so beim nächsten Wurf hier wegfliegen. Na, da denn. Olli, moin. Heute dachte ich, wir machen das Spiel mal andersrum. Letzte Woche sind Olli und ich ja besucht worden. Heute dachte ich mir, ich komme in der Mittagspause mal rum. Du willst wieder los, wenn das Wetter gut ist, ne? Ja klar, ja. Haben wir uns doch geeinigt. Ja. Bei Schiedwetter kannst du auch gern, kein Problem. Nächstes Mal gucke ich auch Wetterbericht vorher, das sage ich dir jetzt schon. Und, wollte ich noch mal sagen hier, Kommentare und so, hier Janne, ne? Aber der macht das auch echt super, finde ich. Und ja, haltet mal die Fahne weiter hoch, ne? Und wir müssen uns jetzt ab und zu mal abwechseln und ich bin echt froh, dass er das macht, ne? Damit wir das Format da auch am Laufen halten. Ja, ich habe noch ein bisschen echt viel Arbeit und mir tut das auch ganz gut, mal einfach mal wieder nur angeln zu fahren.
Aber irgendwann nehme ich euch sowieso, dann nehme ich euch immer nur mit zum Angeln. Das wird noch kommen, pass mal auf. Ich angel jetzt hier die Rute ein bisschen härter. Das ist jetzt eine 55 Gramm Rute. Da ist ja doch ein bisschen Wurfgewicht dran. Ne? Ich habe da irgendwie 20 Gramm Blei drauf und dann den Fisch dazu. Das muss man dann ein bisschen anpassen. Geflechtleine ist, glaube ich, eine 14 Kilo Schnur. 14 oder 16. Und die Führung, das ist, ja, also ich kurbel das Ding einfach ein bisschen über den Grund. Der Strom fängt jetzt auch an zu laufen und lasse ihn dann wieder so ein kleines Stück rumtreiben. Und dann kurbel ich ein Stückchen und lasse ihn wieder fallen. Und mache das also in einem sehr, sehr langsamen Modus. Die Bisse sind dabei ganz klar zu erkennen. Da gibt es dann gar kein Vertun. Und wenn der Biss jetzt kommen würde, würde ich mit der Rute nach vorn gehen, damit der Widerstand weg ist, einmal kurz aufmachen. Dann warten, dass da wieder Druck raufläuft und dann mal fühlen. Und dann merkt man meistens so einen Rucken, dass wenn der Fisch, der Zander oder den Hecht den Köder dann dreht, und dann bekommt er halt auch schon einen verpasst, ne? Damit die dann nicht so ganz tief schlucken. Und das kann eine super effektive Angelmethode sein. Und wir haben gesehen, Olaf hat ja einen Fisch gefangen. Sind Fische da, sonst hätte ich mich ja auch nicht hergestellt. Und Wasserstand, das kann ich vorne, das ist mit einmal so 10 cm durchgesackt, Schleuse ist aufgegangen. Mal sehen, was da passiert. Das kann gut sein. Olli, ich hab Biss. Oh. Der Biss war so hart. Ich habe die Bande knüppelfest angezogen. Oh. Bom, bom, bom. Adrenalin. Hat der den hart genommen? Da hätte ich doch ein bisschen länger warten sollen. Guck mal hier. Da hat er ihm richtig eine verpasst. Mann, du, jetzt bin ich wieder wach. Ich hätte am liebsten 5 Worte gesagt. Aber das gehört sich nicht vor der Kamera, oder? Montage. Mache ich alles für euch. Ne? Ich habe meine Montage noch mal auseinandergeschnitten, um sie noch mal zu bauen. Ne? Eigentlich ist man ja immer froh, wenn man das fertig hat. Aber Geflechtschnur, ein bisschen Fluorcarbon drauf, vielleicht da 60, 70 cm. Jetzt kommt hier ein einfacher Wirbel auf die Schnur. Den lasse ich mal rutschen. Jetzt kommt eine Perle auf die Leine. Loch gefunden. So, es fehlt mir doch irgendwas. Der Wirbel fehlte, aber da habe ich ihn. So, Wirbel mit Karabiner, beziehungsweise hier dann Dual-Lock, aber Dual-Lock ist auch ein Karabiner, ne? Das ist einfach der Haken da dran. So, die Mono, die ich hier drauf habe, das ist so eine 35er, Knoten vollendet. Jetzt sieht das so aus. Wirbel, Perle und dann Wirbel mit Karabiner. So, jetzt baue ich hier an diesen kleinen Wirbel, der frei läuft, ein Stück Fluorcarbon. So, wenn ihr so Abreißmontagen, ne? Das ist jetzt ja auch so ein Stück Leine, wenn das mal einen Hänger gibt, sollte das ja auch abreißen, aber wenn er so wieder aufgeht, bin ich damit nicht zufrieden. Dann mache ich nochmal neu. Das soll ja auch so ein bisschen Sollbruchstelle sein. Sollbruchstelle sein. Der hört sich auch gut an. Jetzt hänge ich hier mein Dropshot-Blei ein. So, Vorteil bei diesen Bleien, da kann man ja auch mal drauf eingehen, ist, wenn man einen Hänger hat, die Schnur, die wird quasi hier oben, die wird da kaputt gecuttet. Die wird abgerissen. Und ihr bekommt die Montage wieder raus. So, aber ich will das jetzt nicht abreißen.
Weil nachher muss ich sagen, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. So, das läuft jetzt hier drauf frei. Und jetzt brauchen wir einen Stahldraht. Weil auch wenn wenn Zander dann die Idee ist, da könnt ihr euch auf den Tisch raufschreiben im Edding. Zander, ja, also Hechte sollen nicht beißen beim Zanderangeln, das hilft nichts. Die werden dann trotzdem beißen. Und deshalb muss der Stahl drauf. So, jetzt haue ich hier einfach hier, so, ich habe so einen großen Öhrhaken hier, so einen 6-0er oder so. Und das speise ich mir jetzt schon mal wieder hin. Oder auch nicht. Oh, eine Stufe höher einzustellen, sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. So, das kleine Kind immer gern mit Feuer gespielt. Aus der Haken, weil das Bohrfach auch nicht ganz so lang. Ich habe ja immer zu viel in der Hand. Ne? So, schönes kleines Öhr. Fertig ist. Und dann haben wir die Montage. So gut wie fertig. Da kommt der Mr. Poik Stahldraht. Wenn ich das jetzt so über den Grund ziehe. Wo haben wir denn hier Grund? Ich kann auch noch einen Fisch einhängen. Da haben wir den Vorteil, das Blei, ne? Kann ich so schön über. Ich habe immer Grundkontakt. Ich kann den Fisch auch mal fallen lassen, hochgestellte Rute, der Fisch ist immer über dem Grund. Und wenn jetzt der Biss kommt, so wie der, den ich gehabt habe, ne, dann kann der die Schnur frei hier durchziehen. Und vielleicht hätte ich eben ein bisschen länger warten sollen, wenn ich den Fisch fangen kann. Aber angeln und wenn, ne, das kennen wir alle. Man muss ja auch was zu erzählen haben zu Hause. So, und den hake ich dann einfach hier ein, den Fisch. Das sieht so geil aus, das werfe ich jetzt auch noch mal raus. Kann man das so vielleicht erkennen? Nee, das geht nicht. Der Wasserdruck ist da, der Fisch ist dann immer so ein bisschen hinter dem Blei und das geht einfach gut. Da war der Fisch ab. Vielleicht sollte das ja jetzt so sein, weil, ups, ich habe nicht getrunken. Ich würde sagen, das war heute hart gearbeitet, Chancen gehabt, aber ja, so ist dann Angeln, ne? Versuch die Methoden mal und ich würde sagen hier, vielleicht muss Janne dann mal ran, ne? Weil der fängt ja auf jeden Fall was. Unser Ziel ist für weiter. Also ich mache mal weiter, ich mache eigentlich gar nicht langsam, da habe ich gar keine Zeit für, weil ich habe hammer viel Arbeit. Ach, warum, ist ja egal. Und alles so ein bisschen kompliziert mal, so eine Phase, das wird aber wieder besser. Und wir machen weiter und ja, bleibt ihr mal fit. Und ich habe das Gefühl, alles geht vorwärts im Moment. Bye.